Josh, willkommen zu einem Video. Ihr habt wahrscheinlich schon den Titel gelesen. Ich habe meine Keybinds geändert. Und zwar habe ich jetzt Spitzhacke wieder normal auf Dreieck und bearbeiten auf L3. Ich werde jetzt erstmal ein paar Tage schauen, wie ich damit zurechtkomme. Hier der neue Shop, es gibt ein paar neue Sachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts im Shop bei Unterstützer ein Creator meinen Creator-Code ertragen würdet, ArianFN, dann annehmen. Ist kostenlos und geht mega schnell. Und ja, dann würde ich sagen, ich spiele ein bisschen Solo mit den neuen Keybinds. Los geht's. So, komm, ich gehe mal wieder Salty. Hier war ich schon lange nicht mehr. Komm, gib mir bitte eine Waffe. Oh, blau Pump. So, Schild wäre jetzt noch nice. Schade. Ich nehme mal die AK mit. Wo ist der? Achso, hinterm Baum. Hä? Er bleibt einfach stehen. Ich kann halt wegen den neuen Keybinds auch null editieren. Also ich editiere jetzt auf L3, wie schon gesagt. Und Spitzhacke habe ich auf Dreieck. Davor war es genau andersrum. Also ja, bis jetzt komme ich eigentlich ganz gut damit zurecht. So. Komm bitte was zu heilen. Fuck. So, da vorne sind auf jeden Fall Gegner. Da kommt noch jemand. Aha, Lagerfeuer. So, komm, ich spiel mal Deagle. Da hab ich irgendwie Bock drauf. Und fuck, was soll ich mit der Deagle machen? Nice. So, da sind noch zwei. Okay, der ist tot. Oder? Alter, das war knapp. Der fuckt so ab, ne?
Schreibt auch mal in die Kommentare, auf welcher Taste ihr editiert. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ist hier nicht immer ein Lagerfeuer? Hä? Ich hab doch schon aufgehört zu schießen, dann war er tot. So, hier campt einer. Alter, wie ich einfach gar nicht editieren kann. So, komm, ich trinke noch schnell eine Mini für 2 AP. Oh, der ist white. Digga, was? Oh, Biggie. Hey, wieso hat denn keiner genommen? Sogar 2 Stück. Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Oh, ich bin perfekt in der Zone. Fuck. Tja, was kommt davon? Er macht so ernst. Ich glaube, der hat gut Fallschaden bekommen. Ja, wow, jetzt schippt er in der Zone, oder? War klar.
Also, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Arena finde ich vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.